Dann darf ich Sie schon mal alle ganz herzlich willkommen heißen. Wir würden noch 2 bis 3 Minuten warten, bis der Rest hinzugekommen ist. Gut, dann würden wir starten. Also ich darf Sie alle einmal ganz herzlich willkommen heißen zum heutigen Webcast. Das Thema des Webcasts ist die AEC Collection und die Construction Cloud im Zusammenspiel mit Vestra. Mein Name ist Janis Grieser und ich werde am Ende des heutigen Webcasts die Fragen an meine Kollegen vorlesen, die Sie während des Vortrags im Chatfenster stellen können. Der Webcast, der wird aufgezeichnet und der wird Ihnen nach Ende des Webcasts zur Verfügung gestellt. Das war es soweit von mir und ich übergebe jetzt an meine Kollegen. Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Andreas Adam. Ich bin bei der AKG zuständig für Schulung und Support von Autodesk-Produkten. Und ja, heute geht es um die Autodesk-Produkte, die im Zusammenspiel mit Vestra-Daten arbeiten. Und deswegen fällt das jetzt hier heute unter mein Ressort und ich werde Ihnen nachher was berichten. Aber erst übergebe ich noch an meinen Kollegen, den Herrn Griffel. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Norman Griffel, bin auch arbeite auch bei der AKG Software, auch in dem Bereich Autodesk. Mein spezielles Feld ist Revit und möchte Ihnen jetzt kurz nochmal die Innovi vorstellen. Die Innovi ist eine führende Autodesk-Fachhändler in der Dachregion. Der Verbund besteht aus 4 Einzelunternehmen: die AKG Software, Arnold IT, Integra und Hafners Büro. Im wesentlichen Vorteil ist, dass hier Kompetenzen gebündelt werden. Mit über insgesamt 150 Mitarbeitern verfügen wir über Spezialisten für den Bereich Architektur, Bauwesen, Infrastruktur und Mechanik. Für unsere Kunden bedeutet die Innovi mehr Expertise für mehr Branchen und Aufgaben, als die einzelnen Unternehmen leisten können. Das sind wir, so ein kleiner Teil von der Innovi. Wir haben uns hier mal so eine kleine Agenda aufgesetzt. Ich werde Ihnen heute was zu der CDE sagen. Was ist eine CDE? Ziele, eine CDE, Vestra und die Autodesk Construction Cloud, im Bereich
AutoCAD, BricsCAD, AKG-CAD, was kann man da machen? Den Befehl speichern unter, Dateiformate, Einstieg in die ACC. Und mein Kollege, der Herr Adam, wird Ihnen dann Navisworks mal ein bisschen zeigen. Zusammenführung von Planungsdaten, Kollisionsprüfung und Aufgaben erstellen in Navisworks, BCF in Navisworks und auch nochmal zum Schluss die Kollisionsprüfung in der ACC. Also fangen wir doch mal an. CDE, Common Data Environment. Wer das noch nicht kennt, ich fange mal hier mal so grob erstmal an, erkläre Ihnen das so ein bisschen, die Grundlagen. Die Common Data Environment ist eine internetbasierte Plattform für den offenen Austausch, den Bezug und die Ablage projektbezogener Informationen und das Marketing von Prozessen über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks. Jeder Projektbeteiligte ist dadurch in der Lage, jederzeit relevante Informationen, Aufgaben und den Projektstatus an einer Stelle abzurufen. Hier haben wir mal so ein schönes Schaubild. Die CDE ist in der Mitte als eine Plattform und alle haben darauf Zugriff. Auftraggeber, Berater, Architekten, BIM-Manager, Fachplaner, Ingenieure greifen auf diese Daten auf dieser Plattform zu. Autodesk hat sich da die Autodesk Construction Cloud ausgesucht. Früher hieß es mal, oder der Vorgänger war die BIM 360. Seit ein, zwei Jahren ist es dann die Autodesk Construction Cloud, die wir Ihnen heute auch vorstellen wollen. Was sind denn die Ziele einer CDE? Zentrale Verfügbarkeit der Daten, höhere Wiederverwendbarkeit, Vermeidung von Datenverluste, Reduktion von Medienbrüchen, konsistente Daten ohne Redundanzen, Zusammenführung von Daten, vereinfachten Datenaustausch, Archivierung von Daten. Einige Punkte werde ich Ihnen nachher einfach zeigen an direkten Beispielen. Da habe ich auch nachher ein schönes Video für Sie vorbereitet. Da können wir das Ganze mal durchgehen. Fangen wir doch mal an mit Vestra und die Autodesk Construction Cloud. Dass AutoCAD, Revit, Civil natürlich in der Cloud funktionieren ohne Probleme, sollte hier bekannt sein. Aber wie kann Vestra da auch arbeiten? Sie kennen ja natürlich alle diesen Bildschirm. Ich kann hier aussuchen AKG-CAD, BricsCAD oder AutoCAD. Ich zeige Ihnen das einfach mal in den nächsten Schritten in AutoCAD. BricsCAD funktioniert das identisch. Ich starte mein AutoCAD, öffne dann mein Projekt. Das sollte ja alle hier bewusst sein, die mit Vestra arbeiten. Dann arbeite ich ganz normal wie immer in diesem Projekt und am Ende vom Tage oder Mittag und möchte gern das Ganze abspeichern, gehe ich oben auf Start und sage dann diesmal statt Speichern, Speichern unter. Wenn Sie in der Autodesk Construction Cloud arbeiten, Abkürzung ACC, sollten Sie den Autodesk Desktop Connector herunterladen und installieren, weil dann haben Sie direkt über den Explorer Zugriff auf Ihre Daten und können dort dann direkt zugreifen. Das heißt, ich klicke dann hier links auf Autodesk Docs, kann dann hier meine Projekte, die mir hier angezeigt werden, wo ich eingeladen bin, hier gibt es zum Beispiel ein Pilotprojekt, der AKG oder das Golden Nugget, anklicken, komme dann hier in die nächste Struktur. Da haben wir meinen Ordner CAD-Daten Vestra und hier liegt dann schon eine Vestra-Datei, DWG. Das war eine Version 3 oder 2 und ich möchte gern die nächste Version speichern. Bei der ACC Cloud ist so, ich kann immer die nächste Version einfach drüber speichern und kann dann einen Versionsvergleich machen. Deswegen macht es Sinn, die Bezeichnung immer gleich zu lassen, dass sie immer übereinander gespeichert werden. Jetzt kommt so eine Meldung, dass es die Datei schon vorhanden ist. Wollen Sie es dann bitte überschreiben oder ersetzen? Dann sagt man ja. Und dann hat man diese Datei in der Cloud einfach überschrieben, aber es wird trotzdem noch hinterlegt. Das zeige ich Ihnen auch später nochmal. Das Gleiche funktioniert auch in BricsCAD. Bei AKG-CAD funktioniert es leider nicht so. Bei AKG-CAD kann auf dem ersten Anhieb halt nicht die DWG so einfach speichern. Deswegen funktioniert es besonders gut eigentlich bei BricsCAD und AutoCAD oder bei Vestra auf BricsCAD und AutoCAD. Der nächste Schritt ist, was glaube auch dann selbstverständlich ist, wenn ich Speichern unterdrücke, meldet sich Vestra hier oben ab. Das heißt, wenn ich dann gleich wieder weiter bearbeiten will, muss ich das Projekt nochmal neu öffnen. Es ist ja so, dass Vestra projektbasiert
arbeitet. Das heißt, ich habe ja ein ganzes Projekt, was ich immer irgendwie hochladen muss, verschicken muss oder zugreifen muss. Da ist ja Revit und AutoCAD Map oder AutoCAD Civil ein bisschen einfacher. Da habe ich ja nur die DWG oder RVT-Datei. Und in Vestra ist ja so, dass ich den ganzen Projektordner einmal habe. Sollte mein Kollege auch komplett mit Vestra weiterarbeiten wollen, müsste ich diese Daten komplett in die Cloud halt hinzufügen. Momentan funktioniert es halt nur so, dass ich halt nur die DWG in der Cloud abspeichere. Ich müsste erst den ganzen Ordner zippen und so hochladen. Hier sieht man alles, was die ACC kann an Datenformaten. Es sind mittlerweile einige. Die gängigen sind dabei, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, ob das eine DWG ist, eine Docs-Datei. Also man kann auch Word, Excel öffnen. Man kann es sogar in der Cloud bearbeiten. Eine JPEG-Datei. Natürlich die ganzen Autodesk-Formate werden übernommen. Wenn Sie dann mal auf die Cloud gehen, kommt so der Startbildschirm. Hier kann man dann die ganzen Projekte raussuchen oder anklicken, wo man reingehen möchte. Wenn Sie schon BIM 360 kennen, werden Sie hier das B sehen. Ich kann dann auch jederzeit von hier aus auch auf BIM 360 zugreifen. Das, wie gesagt, ist die Vorgängerplattform. Die ist hier trotzdem noch integriert, sage ich jetzt mal. Und die Weltkugel, der Ball, ist das neue ACC und dann bleiben sie hier auf dieser Cloud. Nur falls Sie das mal gesehen haben und sich fragen, was so der Unterschied ist. Man kann dann einfach raufklicken und gelangt dann zu seinem Projekt in der Cloud. So sieht das Ganze denn aus in der Cloud. Auf der linken Seite gibt es einige Reiter, sage ich jetzt mal. Die gehen wir jetzt mal nach und nach durch. Was kann ich denn wo machen? Der Startbildschirm ist halt hier das Dateien. Das ist halt wie so ein großer Explorer, sage ich jetzt einfach mal. Hier kann ich auch mich in den verschiedenen Unterordnern mal durchklicken. Sehe dann die ganzen Dateiformate, was da hinterlegt ist. Diese kann ich dann auch für verschiedene Personen freigeben. Oder ich kann einen ganzen Ordner sagen, das soll dann nur für den Bauleiter sein. Da lege ich meine ganzen Daten rein. Das funktioniert ohne Probleme. Genau, hier sieht man dann CAD-Daten. Der nächste Punkt wäre dann das Überprüfen. Wie gesagt, ich habe zum Schluss auch nochmal ein Video, wo wir mal durchgehen. Das Überprüfen ist einfach so, wie früher mal eine E-Mail. Ich schicke den Ingenieur oder sonst jemanden, dem Vorgesetzten, die E-Mail, könntest mir den Plan freigeben. Und dann kommt wieder Antwort, hiermit gebe ich den Plan frei. Das kann man hier alles in der ACC-Plattform machen. Ich kann eigene Abläufe erstellen, Genehmigungsabläufe. Und zwar kann ich sagen, ich möchte bitte, dass nur einer genehmigt. Ich möchte gerne, dass zwei genehmigen, drei genehmigen, vier genehmigen, fünf genehmigen. Ich kann sagen, bitte, dass zwei parallel genehmigt werden können. Das heißt, dass Sie sagen können, wenn beispielsweise bei diesem Schritt, wenn zwei genehmigen, muss, sagen wir, erst der Architekt freigeben, dann kann der Ingenieur freigeben. Und es gibt halt auch den Genehmigungsverlauf, dass sie parallel das einer von beiden freigeben kann. Das würde auch funktionieren. Ich habe jetzt hier mal die Überprüfung erstellt. Wenn ich hier oben raufklicke, dann sage ich, welche Datei möchte ich gern überprüft haben, welchen Plan. Ich habe dann hier unten den Vestra DWG angeklickt. Dem möchte ich sagen, welchen Genehmigungsablauf, je nachdem, welchen ich da angelegt habe. Ich möchte gern, dass zwei Prüfer das Ganze freigeben. Kann mir sagen, wie das Ganze heißt. Hier sieht man nochmal, welche Datei hinterlegt ist. Kann hier unter Anmerkung einen kleinen Text hinschreiben und kann dann übermitteln. Und jeder Person, die als Prüfer dann hinterlegt worden ist, kann das Ganze dann freistellen oder genehmigen. Der Vorteil ist einfach, hier nochmal zurückgehe, hier auf Überprüfen, hier stehen dann alle Pläne, die überprüft werden. Im normalen Alltag sind es halt immer E-Mails und ich muss immer gucken, wann habe ich die E-Mail dem Vermesser geschickt oder wann wurde welcher Plan überprüft und welcher wurde wann freigegeben, wann wurde welcher genehmigt oder nicht genehmigt. Das taucht dann hier alles schön nach und nach auf.
Das heißt, ich muss nicht mehr so lange danach suchen. Den nächsten Schritt, den ich Ihnen zeigen möchte, wären dann die Aufgaben. Die Aufgaben ist auch wieder so, das ist einfach eine Vereinfachung. Normal würde ich jetzt eine E-Mail schreiben an einen Kollegen, hier, schau mal das und das an, da stimmt doch was nicht. Das Gleiche kann ich aber auch hier in der Cloud machen, indem ich hier eine Aufgabe erstelle. Ich kann hier oben den Titel sagen, ah, guck dir bitte mal diese Polylinie an oder da stimmt was mit der Polylinie nicht. Ich kann hier den Typ sagen, hier sind welche vordefiniert von Autodesk, den kann ich aber jederzeit auch umbenennen, die ganzen Typen. Ich kann was in der Beschreibung hinterlegen, dass der Kollege gleich weiß. Ich kann die Person zuweisen. Ich kann einen Beobachter, beispielsweise meinen Vorgesetzten, da hinzufügen. Dann sieht er auch, ob da was passiert oder nicht. Ich kann sagen, bis wann es bitte, bis Freitag muss es erledigt sein. Ich kann heute ein Startdatum freigeben. Und zum Schluss, ich kann das Ganze sogar auf dem Plan platzieren. Das heißt, ich lege direkt auf dem Plan meine Aufgabe fest oder auf die Daten, auf die DWG, lege ich direkt die Aufgabe fest. Wenn der Kollege das öffnet, sieht er direkt die Aufgabe an der Polylinie zum Beispiel. Er muss nicht lang suchen, er muss keine Wolke drum zeichnen. Es ist sofort da. Ich habe Ihnen jetzt mal so den nächsten Schritt mal gezeigt. Wenn man das Ganze lebt, könnte das Beispiel so aussehen. Ich bin in dem Projekt Admin und sehe deswegen alle Anfragen. Das heißt, ich kann alle nochmal durchgucken. Wenn ich nur Mitarbeiter wäre, dann sehe ich natürlich nur meine, die mir auch gestellt wurden oder die ich erstellt habe. Die Admins oder der Chef, je nachdem, wie man seit eingestellt ist, können halt dann alles sehen. Und dann kann man verschiedene Sachen einstellen. Also hier drüben sehen Sie dann beispielsweise auch, wir haben das Ganze noch ein bisschen umbenannt, technische Frage, Verständnisfrage, Clash. So würde das Ganze dann aussehen. Und man kann das Ganze nachvollziehen. Und das Wichtige ist, es ist jetzt nicht wieder so ein E-Mail-Austausch, dass keiner mehr weiß, wenn da jemand im Urlaub ist, welche Aufgaben stehen noch offen, sondern der BIM-Manager oder auch der Chef, muss man immer gucken, welche Struktur man da aufbaut, sieht, welche Aufgaben noch offen sind. Und kann sie dann auch weiter delegieren. Das Gleiche ist, man kann hier Berichte erstellen, das wäre der nächste Button. Dann kann man beispielsweise Aufgaben, Details, Zusammenarbeit, das sind so einige Vorschläge, man kann auch über Vorlagen neu erstellen, dass welche Aufgaben sind noch alle offen, zum Beispiel. Und dann wird man hier so einen Bericht erstellen und dann sieht der Chef oder jemand anders gleich, was alles noch offen ist. Interessant ist auch hier der Mitglieder. Hier sind dann alle hinterlegt, die in diesem Projekt mitarbeiten. Aus allen möglichen Firmen. Deswegen hier steht Firma. Und dann kann man beispielsweise hier von Autodesk, bei uns hier Inovi, unsere Kollegen aus Hafners Büro sind alle in diesem Projekt hinterlegt. Und wenn ich sage, ich möchte gerne einen extern hinzufügen, der bitte für einen Ordner Zugriff hat, kann man das dann hier über Mitarbeiter hinzufügen drücken. Wird dann hier oben die E-Mail-Adresse hinzufügen. Kann dann sagen, entweder trage ich selber die Firma ein oder es soll bitte aus dem Account hinterlegt werden oder genommen werden. Ich sage, ob es der Mitarbeiter ist oder Admin. Gerade wenn es externe sind, ist natürlich nur Mitglied und kein Admin-Rechte. Und dann tauchen die hier auf. Aber diese Einstellung, die man hier trifft, kann man auch jederzeit nochmal nachträglich ändern. Und somit hinterlegt man die ganzen Mitarbeiter oder Mitarbeitenden, die hier in der Projekt mitarbeiten, hier rein. Also Sie können es intern nur für sich nutzen, sage ich jetzt mal, oder auch, wie ich vorhin schon das Beispiel gemacht habe, Architekten mit reinnehmen, Fachplaner mit reinnehmen und Sie ziehen es ganz groß auf, dass alle das benutzen. Jetzt gehen wir nochmal zum Schritt zurück zu den Dateien. Das wird wahrscheinlich für Sie auch am interessantesten sein. Wenn ich hier auf Vestra klicke, gibt es ja hier die Versionen, beispielsweise 4 Versionen. Da kann ich jederzeit zurückgehen, wann welche erstellt wurden und könnte dann einfach raufklicken und als aktuell setzen. Das heißt, wenn ich vor 5 Tagen eine Datei gespeichert habe, kann ich sie hier einfach wieder zurückholen und mit der dann weiterarbeiten, weil dann irgendwas drin ist, was dann doch wieder interessant ist. Wenn ich da auf die Datei raufklicke, gerade bei der DWG, kommt hier so ein Viewer. Und hier kann ich dann frei durchgehen, drüber fliegen,
oder sonstiges. Das wird besonders, oder das ist besonders interessant für Leute, die kein Autorensystem haben. Das heißt, ich habe einen Bauleiter, einen Chef, der kein Vestra, kein AutoCAD, nichts drauf hat. Der hat natürlich über Docs jederzeit Zugriff zu den Daten. Das heißt, wenn alles hochgeladen ist, kann er hier sich die DWGs anschauen, kann auch, wie gesagt, als Chef dann Aufgaben erteilen, wenn ihm Sachen auffallen. Dazu habe ich hier auch ein kleines Video dazu. Hier bin ich gerade mal dabei. Hier gibt es dann 6 Versionen. Wie gesagt, da kann man aufklicken. Da kann man dann alle anderen auch als aktuell setzen. Dann klicke ich hier rauf. Dann öffnet sich wieder der Viewer. Wie Sie sehen, es lädt schnell. Also es ist keine langen Daten, Ladezeiten. Kann mir das Ganze dann mal anschauen. Kann überall hingreifen. Es gibt hier oben so einen Button Pläne. Denn alle Pläne, die dann in der DWG hinterlegt sind, werden dann gleich mit hochgeladen, gleich mit abgespeichert. Aber ich kann mir das Ganze auch in 3D anschauen. Es wird, sagen wir, noch mehr interessanter bei IFCs, bei Revit-Dateien. Aber selbst hier sieht man einen kleinen Fehler, dass da ein Punkt falsch gewählt wurde. Mal kurz Pause. Das heißt, hier könnte man beispielsweise auch jemanden, der kein Autorenprogramm hat, sich das anschauen und sehen, da ist ein Fehler drin und könnte eine Aufgabe stellen und sagen, hier, dort wurde ein Punkt falsch hinterlegt. Dann gibt es hier die ganzen Lehrstruktur, wird mit übernommen von AutoCAD oder BricsCAD. Ich kann mir Ansichtspunkte speichern. Ich kann Markierungen mir speichern, absetzen. Ich kann Aufgaben erstellen, die tauchen dann hier auch nochmal auf. Und das heißt, bei Aufgaben ist halt auch wieder so, ich kann den Punkt auswählen. Ich sage hier, diesen Punkt, den wir vorhin gesehen haben in 3D, der ist falsch. Und die andere Person bekommt dann diesen Punkt und sieht sofort, wo der Fehler ist. Er muss nicht lange im Plan durchsuchen, sondern er sieht es sofort. Auf der rechten Seite gibt es dann hier so einen kleinen, auch so ein Zeichnen, Form, Texte. Ich kann hier unten dann noch die Eigenschaften auswählen. Das heißt, ich kann auf Elemente raufklicken und da werden mir die ganzen Eigenschaften angezeigt. Ich kann messen, also ich habe das Messfunktion. Das heißt, ich kann hier die 2 Linien zueinander messen. Und auch wieder das, für jemand, der kein Autorenprogramm hat und möchte gewisse Sachen prüfen, ist es natürlich super. Jetzt gibt es hier oben einen Vergleich. Wenn man hier raufklickt, da kann ich verschiedene Versionen miteinander vergleichen. Ich habe hier die aktuelle Version mit der Version 6. Wähle dann beispielsweise die Version 4 aus. Muss natürlich die gleiche Plan sein, 2D zu 2D. Und sehe hier einen Unterschied. Hier wurde mal ein Radweg geplant in Version 4, der aber jetzt nicht mehr aktuell ist. Der wurde wieder weggenommen. Ich kann hier statt überlappen auch nebeneinander darstellen und kann das dann jederzeit hin und her ziehen. Und so sieht man sofort auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Versionen. Finde ich eigentlich eine sehr gute Hilfe. Zum Schluss wollte ich Ihnen nochmal eine IFC zeigen, wie das denn da aussieht, wenn ich das Ganze in 3D anzeige. Wie Sie hier sehen, das ist halt ein schöner Viewer. Hier kann ich auch wieder Aufgaben erstellen, wenn mir was auffallen für diejenigen, der das Ganze bearbeitet. Und was auch so toll ist, es lädt schnell. Also es ist zwar alles cloud-basiert, also man arbeitet im Internet, aber es funktioniert echt schnell. Das war es jetzt mit meinem Teil. Ich würde dann an meinen Kollegen, den Herrn Adam, übergeben. Ja, also ich werde Ihnen den Teil zeigen. Moment, Norman, du musst mich noch zum Moderator machen. Oder Moment. Dankeschön. Jetzt kann ich auch meinen Bildschirm übertragen. So, ist es der richtige? Jawohl. So. Genau. Ich zeige Ihnen jetzt die Modellkoordination in Navisworks für diejenigen, die von Ihnen, die
Autodesk AEC Collection schon im Haus haben. Die haben auch das Navisworks im Haus, müssen es eventuell noch installieren. Das Navisworks ist gedacht eben zur Modellkoordination, zur Kollisionsprüfung. Und ich habe Ihnen jetzt hier mal ein Beispiel zusammengestellt von Vestra-Daten. Auch hier wurde ein Radweg geplant. Wir laden jetzt mal die 3D-DWG ein und können das dann mit verschiedenen anderen Planungsdaten, nämlich einer Brücke aus Revit und Kanaldaten, können wir jetzt diese Vestra-Daten kombinieren. Hier sehen wir jetzt erstmal die Vestra-Straßenplanung mit dem Radweg und holen uns jetzt als nächstes die Brücke aus Revit noch dazu, um zu kontrollieren später dann, wie die Teile hier zusammenpassen. Hier haben wir dann eben, das ist die Bestandsbrücke in dem Fall. Der Radweg geht unter der Bahnbrücke hindurch. Der Radweg ist hier eben links von der Fahrbahn auf so einer, mit einer Stützmauer zur Straße hin abgesetzt. Und jetzt können wir uns dann hier noch die Kanaldaten dazu holen. Das geschieht jetzt im nächsten Schritt. Auch hier holen wir uns eine 3D-DWG. Da haben wir jetzt das einfach so als Beispiel angelegt, dass die jetzt von einem anderen Planer kommen, der jetzt auch mit Vestra arbeitet, um einfach zu zeigen, wie solche Planungsdaten gut miteinander zusammenspielen können. Und zum Schluss holen wir uns noch Bestandsdaten rein, die Elektroanlagen oder die Elektroleitungen von der Straßenbeleuchtung, um auch hier eventuell Kollisionen mit irgendwelchen Teilen prüfen zu können. Das ist so das Zusammenführen von Daten in Navisworks. Wenn wir alle Daten zusammengeführt haben, können wir auch anschließend eine Kollisionsprüfung durchführen. Dazu starten wir die Clash Detection, erzeugen einen Test. Dem müssen wir natürlich einen Namen geben. Als nächstes entscheiden wir, welche Teile wir gegeneinander prüfen wollen. Ich mache das jetzt hier mal nur selektiv, einen Teil vom Radweg hier von diesem Asphaltkörper in dem Bereich und gegen das Widerlager. Das soll jetzt einfach nur mal selektiv sein. Ich möchte nicht das ganze Projekt prüfen. Wir machen eine Kontrolle mit einer Toleranz von 5 Zentimetern. Im Millimeterbereich brauchen wir in der Infrastrukturplanung gar nicht erst anfangen. Und hier haben wir jetzt die Konflikte, die dabei entstehen. Und zwar ist der Asphaltkörper in dem Bereich zu breit. Hier haben wir eine Kollision von ca. 25 bis 30 Zentimeter. Für jede Kollision, die hier ist, entsteht erstmal ein Ansichtspunkt. Der ist vielleicht manchmal ein bisschen ungünstig, deswegen sehen wir dann immer erstmal so eine grüne Wand, weil wir von der Rückseite her drauf gucken. Aber wenn man das dann einmal dann dreht, wird dann hier auch der neue Ansichtspunkt dann jeweils zu jeder Kollision auch abgespeichert. Diese Kollisionen können wir dann auch, hoppla, habe ich, genau, diese Kollisionen können wir natürlich dann auch jemand auch zuweisen, der sich dann drum kümmern soll und damit diese Kollision aufgelöst wird. Und wir vergeben hier die Aufgaben entsprechend an den Radwegplaner, der soll sich hier drum kümmern und den Radweg schmäler machen. Diese Kollisionen werden dann ausgegeben als Bericht. Das ist jetzt eine Möglichkeit einer HTML-Datei. Wir werden uns nachher noch andere Möglichkeiten anschauen. Und die
HTML-Datei wird dann ausgegeben und man erhält dann diese Tabelle mit den Kollisionen, hinten mit den Kommentaren, wer da zugewiesen wurde. Und dieser Konfliktbericht kann eben entsprechend auch gefiltert ausgegeben werden, dass jedem einzelnen Planer eine eigene Tabelle hier zugewiesen werden kann. So, außerdem die andere Möglichkeit wäre, über BCF zu kommunizieren mit den Planern. Dazu muss man sagen, leider kann nativ können die Autodesk-Produkte nativ nicht mit BCF umgehen, aber es gibt die Möglichkeit, einen BCF-Manager zu installieren, den BCF-Manager von BIM Collab. Den bekommen Sie im Autodesk App Store. Dazu können Sie in Navisworks auf der Startregisterkarte ganz nach rechts außen fahren. Dort finden Sie den App Manager und von dort aus gelangen Sie dann in den App Store von Autodesk. Da können Sie nach dem BIM Collab BCF Manager suchen und den installieren. Den gibt es auch für andere Autodesk-Produkte, nämlich zum Beispiel hier jetzt auch für Revit. Oder Sie laden den BIM Collab BCF Manager direkt bei BIM Collab herunter, bimcollab.com. Den finden Sie hier unter den Produkten, BCF Manager. Da kann man den dann für die einzelnen Produkte runterladen oder noch einfacher unter den Ressourcen, unter Support, Downloads, kommt man auf diese Seite. Dort findet man für den BCF Manager einen Installer, den hier. Und dort können Sie einfach den Haken setzen, für welche Autodesk-Produkte diese Erweiterung installiert werden soll. Der BCF-Manager zur reinen BCF-Bearbeitung ist kostenlos. Sie kriegen dann noch ein Produkt angeboten, dass Sie nochmal ein Cloud-Produkt von BIM Collab nutzen können. Das ist aber eigentlich nicht notwendig und das wäre dann auch kostenpflichtig. Aber die einfache Kommunikation, wie ich sie Ihnen jetzt hier zeige, ist mit dem BCF-Manager kostenlos. Also, wir haben hier unsere Kollision festgestellt. Wir starten jetzt den BIM Collab BCF-Manager. Hier stehen auch schon drei Aufgaben drin von anderen Gelegenheiten und wir erstellen jetzt eine weitere Aufgabe für den Radwegplaner, dass er hier den Radweg schmäler machen muss. Wir können den Titel benennen, beschreiben und die entsprechenden Angaben machen, dass es hier sich um eine Kollision handelt, dass es welcher Planer hier zuständig ist, welche Priorität und so weiter und so fort. Die ganzen Einstellungen, einen Kommentar können wir hier noch zufügen. Ich beschleunige das mal so ein bisschen und können das abspeichern. Jetzt haben wir hier die ganzen Aufgaben drin und diese Aufgaben, das ist jetzt ein Sammelsurium von Aufgaben und das können wir jetzt dann hier mit dem BCF-Datei exportieren, können wir diese BCF-Datei mit allen Aufgaben, die da drin steht, exportieren und diese BCF-Datei können wir dann auch an die entsprechenden Planer weitergeben. Ob wir das jetzt über die Cloud machen oder über ein Firmennetzwerk oder so, das ist dann egal. Aber eben damit können dann alle weiterarbeiten. Die können Sie auch in Vestra aufmachen mit dem neuen BCF-Manager in Vestra, unserem eigenen. Der heißt jetzt zufälligerweise auch eben BCF-Manager, hat aber in dem Fall in Vestra nichts mit BIM Collab zu tun. Sondern Sie machen den auf und werden dann an die entsprechende Stelle rangeführt, wo Ihre Aufgabe dann zu erledigen ist.
Eine andere Möglichkeit in ACC wäre, dass Sie auch die Modellkoordination online machen, nämlich in der Autodesk Construction Cloud. Dazu laden Sie sämtliche Planungsdateien in ein Verzeichnis, also sämtliche Planungsdateien, die Sie auf Kollision prüfen wollen, die Sie koordinieren wollen, die laden Sie in ein Verzeichnis hinein. Das sind jetzt auch meine Dateien, die ich auch schon in Navisworks geladen habe. Das ist also jetzt ein Vergleich von beiden Varianten der Aufgabenerledigung. Und wir erstellen in ACC Model Coordination, erstellen wir jetzt einen Koordinationsraum. Sie sehen, da sind schon zwei drin gewesen. Man kann die dann nicht mehr rauslöschen. Das waren meine Testversuche oder eben genau. Ich erstelle jetzt hier einen neuen Kollisionsraum und sage, wo jetzt die Planungsdaten liegen, in welchem Ordner. Dieser Kollisionsraum wird jetzt hier erstellt. Und der oberste Kollisionsraum ist jetzt aktiviert, die anderen sind deaktiviert. Und ich kann jetzt hier die Modelle auch, das Gesamtmodell anschauen mit meinen vier Planungsdaten, die ich hier habe, eben die Brücke, die Straße, die Elektroleitung und den Kanal. Und kann das in dem Viewer mir anschauen. Auch hier sieht man, dass es hier zur Kollision kommt. Wir haben jetzt hier noch weitere Kollisionen von dem Schüttkörper, der hinter dem Widerlager ist. Deswegen haben wir hier 31 Kollisionen. Aber wir kümmern uns jetzt hier nur um den Asphaltkörper, so wie ich das dann auch in Navisworks geprüft habe. Die Filtermöglichkeiten habe ich jetzt hier nicht so einfach wie in Navisworks online. Ich kann aber jetzt hier auch eine Toleranz eingeben. Das sind 50 mm. Genau. Und dann erstelle ich hier auch wieder eine Aufgabe für den Planer, dass er sich hier drum zu kümmern hat. Wenn ich in der Cloud arbeite, bin ich natürlich wieder von BCF leider wieder abgekoppelt, aber dann könnten alle hier in der Cloud arbeiten in ACC und können ihre Aufgaben online anschauen, wo das Problem liegt am Modell und dann in ihrem Autorensystem die Probleme entsprechend beheben und dann eben halt auch wieder die neuen Daten entsprechend neu hochladen. Genau, zur Aufgabenerstellung, das hatte ja der Herr Griffel schon gut erklärt, wie das funktioniert. Hier haben wir jetzt dann die komplette Aufgabe für den Planer, die wir hier erstellt haben nach der Kollisionskontrolle. Genau. Ja. Soweit haben wir das durch, das Thema. Ich würde mich jetzt an die Runde wenden und fragen, haben Sie Fragen? Janis, gab es irgendwie Fragen, die im Chatfenster oder im Fragenfenster gestellt wurden? Janis? Also ich habe keine Frage gesehen, aber ich habe noch so einen Hinweis. Demnächst ist die Intergeo. Andreas, weißt du das Datum noch gerade? Also wir haben da einen Stand. Genau, die Intergeo ist vom... Jetzt muss ich selber kurz schnell in den Kalender. Sekunde. Das ist, dass ich jetzt nicht vom das ist 17. auf jeden Fall, genau, vom 17., nee, Quatsch, vom 18. bis zum 20. Oktober, deswegen muss ich nochmal in den Kalender schauen, vom 18. bis zum 20. Oktober ist die Intergeo. Wir
heißen Sie gerne auf unserem Stand willkommen und machen Ihnen auch dort gerne auch nochmal eine Präsentation beziehungsweise beantworten auch dort gerne Ihre Fragen, die hier noch aufgetaucht sind. Ja, ansonsten gucke ich auch nochmal gerade in das Fragenfenster rein und in das Chatfenster. Da taucht nichts auf. Ja, gut, wenn es so ist, dann freue ich mich, Sie dann auch auf der Intergeo begrüßen zu können und dort nochmal mich Ihren Fragen zu stellen. Und ja, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Genau, also von mir auch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und vielleicht demnächst auf der Intergeo. Bis dahin, einen schönen Tag noch. Tschüss. Hast du alle rausgeschmissen?